Ein herzliches Hallo von mir an euch. Es gibt wieder Phasmophobia und heute, ihr seht es schon, gibt es eine XXXXL-Folge. Ich hoffe, ihr habt Spaß und bleibt dran. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und macht's gut. Bei der Skute sieht das nicht so aus. Das ist gleichmäßig praxis. So. Foto vom Geist, 10 Grad Celsius, EMF. Sandra Martin geht auf Gruppen und Singles. So, Speedrun. Speedrun? Jo. Kann ich mal das Rollerbrett suchen und gucken, ob das am Rollerbrett liegt, dass ich abstürze? Ja. Ja, klar. Es kann halt sein, dass einfach das Brett verpackt ist. Hat ja ansonsten bis heute keine einzigen Probleme. Aber keine Gefritter. Kannst du mich hören? Bist du hier? Da. Dein Kind. Wieso geht der Schrank nicht auf? Der Schrank, also EMF passiert hier auch einfach mal gar nichts. Oh, behind, oh nein, nicht hinter uns, alles nicht hinter uns. Ah. Also mein Spiel ist auch gerade ein bisschen ruckelig. Der Fernseher und flackert die ganze Zeit geflackert. Wir haben auf jeden Fall Box. Wieder. Siehst du das? Ja. Das ist mir neu. Ja. Das ist auch ein bisschen komisch. Ich bin lustig. okay, wir haben die Box. Wie lässt sich der Schrott da? Oh, ich habe ein Buch noch dabei. Aber wir haben ja schon ein Buch oben. Ich muss aussetzen. Jetzt. Ich bleib im Van, ihr kriegt alle meine Items inklusive die Fernbedienung für den Fernsehen. Lass schmecken. Wir haben hier schmutziges Wasser. Ja, tschüss, Kater. Falls du noch da bist. Hat jemand das Wasser fotografiert? Ja, hab ich. Sehr gut. Was braucht man noch? Haben wir UV schon oben? Nein, aber wir können auch. Knochen ist auch fotografiert.
Aber wir haben bisher nur die Box als Beweis, oder? Haben wir? Die Box haben wir. So. Also EMF war vorhin gar nichts, wo ich oben war. Wir haben Fingerabdrücke am Schrank. Spirit, Gespenst oder Poltergeist? EMF-5 kann es nicht mehr sein. Was war das zweite neben Fingerabdrücke? Fingerabdrücke waren in dem Zimmer vorne am Schrank. Müssen wir noch fotografieren. Okay, und das zweite war? Box. Box und Fingerabdrücke haben wir bis jetzt. Oh mein. Fotoapparat ist fast alle. Gibt ja noch einen vollen, wenn du möchtest. Ich will die denn hier platzieren. Also Bewegungssensor habe ich schon. Du kannst das Weiße und das Grüne noch mitnehmen, wenn du magst. Bewegungssensor läuft auch die ganze Zeit durch. Lisa? Sandra Martin. Das ist eine Sie. Sandra. Kill, die, die, die. Geht's lang? Das Wasser. Nee, Wasser. Hattest du jetzt das Wasser schon? Ja, ne? Ja. Achso, Fingerabdrücke wollte ich noch. Ja. Sandra. Sandra, bist du hier? Sandra, ich bin in deinem Schrank. Komm zu mir, Sandra. Sandra, gib uns ein Zeichen. Sandra? Sandra Martins. Sandra Martins, bist du hier? Zeige dich. Sandra? Ach, im Badezimmer an der Tür. Ja. Ich höre es auch, aber ich sehe sie nicht. Sandra Martins. Was soll ich machen? Videokamera im Badezimmer ist umplatzieren. Man sieht wieder nur hell. Sandra, bist du hier? Hey, warte mal, du hast so eine Helmkamera auf. Ja. Die ist hier irgendwo. Du rülpst die ganze Zeit. Naja. Ja, die hat die ganze Zeit gerülpst bei mir. Und ich hatte einen Herzschlag. Also ich hatte einen Herzschlag und... Aber ich habe sie nicht gesehen. Keine Ahnung.
halt wieder nicht. Also irgendwie sieht man gerade überhaupt nichts mehr. Alles komplett. Das ist echt irgendwie ein bisschen blöd jetzt mit dem, dass es so hell ist. Soll ich da das Licht einfach ausmachen? Das Licht ist aus. Ist doch aus. Es ist nur durch die Nachtsicht so. Also ich würde Gefriertemperaturen tatsächlich ausschließen, weil es waren zwischen 3 und 5 Grad die ganze Zeit. Buch oder Orbs, eins von. Also im Buch stand gerade noch nichts. Aber die ganze Zeit ist im Master Bedroom ein Geräusch. Es ist immer noch nichts im Buch. Ja, der Fingerabdruck war doch am Schrank vorne. Also wenn jetzt hier, also wenn ich hier durch die Kamera gucke, bitte von der im Badezimmer auf. Sandra, zeige dich. Sandra? Sandra Martins. Sandra, kannst du dich zeigen? Sandra? Sandra Martins, bist du hier? Sandra! Sandra Martins! Keine Ahnung, die reagiert nicht mehr. Sandra Martins. Bist du hier? Sandra, zeige dich. Sandra Martins, Hilfe, ich habe Angst. Hilfe. Angst. Hand, Angst, Panik. Hilfe. Hilfe. Ich habe Angst. Hallo, Sandra, Hilfe. Sandra? Sandra Martins. Sandra Martins. Der Mann ist nur essen. Natürlich ist ein Matterbruch. Stimmt, aber hier rechts am Schrank auch. Da habe ich nämlich schon fotografiert. Sandra Martins, bist du hier? Kabeltante! Scheiße, ich bin tot, ich bin tot, Leute, ich bin tot, ich bin sowas von tot. Ich renne. Selber gar nicht. Ich bin gerade im Van. Ich kann hier einen mitnehmen. Ah, hier ist einer. Aber das Foto vom Geist hat gezählt. Das kommt davon.
Ich habe einfach zu spät gerafft, dass die jagt. Nein. Oh Gott. Ihre Leiche liegt einfach am Flur. Hast du noch ein Foto gemacht? Die lachen mich aus. Ihr seid doof. Nicht, aber das ist ja alles weg. Wir haben ein Geisterfoto. Ja, die ist auch drauf auf dem Bild. Wir haben ein Geisterfoto. Glaubt, Tina hat noch ein Foto. Wissen wir jetzt aber eigentlich, was für ein Geist es ist? Nein, oh, sie wirft da runter, hast du es gesagt? Naja. Ich sehe mich nicht mal auf den Bildern. Tina! Wo bist du? Gib ein Zeichen von mir. Weil es einfach zu hell ist, überall. Oh Gott. Also eins von beiden, Obst oder Buch. Und jetzt Obst oder Buch. Was kann es denn sein? Was würdest du sagen? Orb? Das ist ganz böse, Gespenst, Poltergeist. Oder Buch? Zweimal. Einmal, zweimal. Hat die, hast du gesehen, ob die reingeschrieben hat? Ich geh nochmal rein und guck mal nach. Ob Buch geschrieben hat? Ja, einmal, zweimal, nein. Das ist witzig. Ich hab's nicht gesehen. Was? Warte mal. Bild, Gespenst, Poltergeist. Könnten ja räuchern. Das dann nicht? Ich bin mir gerade. Das kann sie nicht. Sag mal, ihr habt ja immer noch nichts hier, oder was? Tina ist gerade. Selbst wenn es krabbelt, müsste es doch durch das Salz gehen. So, was habt ihr denn alles für Beweise? Wir haben Krabbelgeist. Uns fehlt Buch, Gefriertemperatur oder Orbs. Orbs können wir nicht. Aber wenn er durch Salz durchgeht. Was habt ihr denn bisher? Fingerabdrücke. Fingerabdrücke und Geister. So wie ich es mir gedacht habe. Alle Zusatzaufgaben sind erledigt. Gefrier, Buch, Orb. Wisst ihr, wo der ist? Noch im alten Raum, ja. Ne? Dann schließe ich das mal aus und ich. Was hattet ihr für Durchschnittstemperaturen? Zwischen 3 und 5. Wir werden beworfen! Beworfen! Okay. Ich werde uns etwas sagen. Ich vermute, es ist ein Spirit. Mal schauen, was ich da rausfinden kann. Gib mir deinen Segen! Ich hab hier noch ein kurzes Farben. Gott. Ja, komm. Kann nicht schaden. Halt ist der im Bad oder im Raum? Beides irgendwie. Wie die ganze Beides. Zeit an der Badezimmertür rum. Er ist im Raum. Er ist im Raum gespawnt. Hört ihr mich? Er ist im Raum gespawnt. Ich versuche ihnen ein Zeichen zu geben. Knicklichter. Ich zeige ihnen jetzt, wo er gespawnt ist. Jetzt Radio angemacht. Guckt, Leute. Hier ist sie gespawnt. Hier. Er ist hier gespawnt. Möchte ich sagen. Tina, kannst du mich hören? Ja. Kann dich hören. Okay, der ist hier im Badezimmer. Oh Gott, das ist erschrocken. Nein, die ist hier gespawnt. Das wäre cool, wenn die über die Box mit uns sprechen könnte. Guckt mal hier hinten. Hier sind Poltergeist.
Hier sind Schuhe. Komm mal mit. Wir gehen wieder raus. Platziere das Buch kurz nach oben. Obwohl, wir haben ja hier schon beide. Okay. Die haben mich einfach reingesperrt. Schauen uns jetzt erstmal die Räume genau an. Er hat mir meine Tasse geklaut. Ich muss mir was Neues suchen. Komm jetzt. Zeig mal dein Popo in die Kamera. Oh, eine gelbe Tasse. Das hat sich vor! Nur gelbe Tassen hier im Haus. Das für uns! Yay! Wuhu! Schade, ich kann das nicht anmachen. Mal schauen. Orb, Buch oder das? Ah, das ist blöd. Wenn der Geist sich da nicht meldet. Hey, Kacke. Ich messe nochmal Temperaturen. Was ist es denn beim Poltergeist? Ja. Ich eigentlich meine. Ah, hier ist. Das, das wäre. Hat der Sachen in den Teer geworfen? Hier liegt eine Fernbedienung. Nicht immer erschrecken gehen? Ich gehe ihn erschrecken. Ah, das. Ja, das ist Finger. Okay. Was ist los? Da liegt mein Stuff. Sagen Poltergeist, aber das wären Orbs. Wieso ist der gerade so aktiv? Er ist so aktiv, weil ich mit drin bin. Weiß nicht, was Tina uns sagen will. Tina, schreib mal. Schreib mal kurz. Tina, hat dich jemand von uns umgebracht? War's gar nicht, der Geist. Bin hinter ihr gelaufen und bin weggerannt. Dann hat sie geschrieben, ah, ich werde umgebracht, als die Tür gemacht, weil... Habt ihr jetzt mit der anderen Kamera was, vielleicht? Hab noch eine weitere außerhalb des Raums gemacht. Ah, Tina wollte uns gerade sagen, dass der Geist vom Bett gespawnt ist und die Ich bin mir sicher, es ist, also für die kurze Zeit, wo ich drin war, würde ich auf den Poltergeist tippen. Nur halt ist das Blöde daran, uns fehlt der Orb. Und der Orb muss kommen. Was ist, wenn der im Bad ist? Da haben wir auch eine Kamera. Aber hatten es doch, dass wir keine Abdrücke im Wald hatten, oder? Wo Tina gestorben ist. Der ist ja ein Gespenst. Ja, deswegen, also ich würde sagen, das ist ein Gespenst.
Ein Gespenst macht doch trotzdem Abdrücke, hat nur keine UV-Fußabdrücke. Friertemperaturen, aber ich habe nur 6 Grad. Irgendwas ist kaputt. Frag die Oleoni. Wir haben 6 Grad bis 2 Grad, konnte ich messen. Ha, ich habe jetzt alle Emotes. Voll-Dystopia, flex nur weiter. Na warte, sind das überhaupt alle? Ich habe 26. Nee, nicht 26, doch 26. Sind das alle? So, ich habe mal kurz noch was in den Chat geschrieben. Das ist interessant. Aber das Salz ist ja komplett um. Gar nicht. Da ist doch gerade was. Das sah gerade aus, als ob da das Gespenst rückwärts reingeglitscht wäre. Mehr erfahren, okay. Ich geh nochmal mit hoch. Mir kann ja nichts mehr passieren. Kerze, die einfach mal. Ich ärgere die mal ein bisschen. Immer durch den Sensor. Was habe ich am Anfang gesagt? Speedrun? Astro. Astro. Ist nicht so der Speedrun. Okay, 1,5 aus der Richtung. 0. 3. 8. Perfekt. Ich habe die Sicherung wieder überlastet. Ich stell die Kamera mal um. 2 Parabolmikrofone? Ich hab mal das eine. Ich hab mal das eine Buch daraus genommen, weil manchmal ich finde einfach nicht raus, was für ein Geist mich umgebracht hat. Schon bitter. Aber sie versuchen es. Nicht mehr. Warum hat die nur bei mir gejagt? Als sie gefühlt mir gespawnt ist. Das sind die Schuhe. Ja. Ja gut. Sie ist ja auch keine Orbs. Was machst du? Kommt da jetzt die Schuhe raus? Die räumen das ganze Haus aus. Egal wann, die tauchen immer auf, wenn der Geist dort ist. Das ist das einzige Problem, womit ich jetzt genug gerade mich befasse. Deswegen würde ich auf den Spirit sogar dann tippen. Aber ein Spirit ist bekanntlicherweise nicht so freudig mit Sachen rumzuspielen.
Plattform. Ich krieg nicht mal Geld von der Versicherung, weil wir auf Profi spielen. Viele Objekte auf einmal werfen. Hat mehrere Sachen mit einmal. Ich weiß es nicht. Mal schauen, wie der Spirit sich nochmal verhält. Hey, wir nehmen jetzt einen Schuh. Haben wir ein Ouija-Brett? Ich hab keinen gefunden. Jedes Spiel, das wir halt über einen eigenen Kanal haben. Lass uns mal nach das Brett des Teufels suchen. Du meinst das Brett des Disconnects? Dich. Los, Dystopia! Hier bin ich. Schieß dich ab, okay? Erschreckt nicht! Wieso jagt die nicht mehr? Warum verstecke ich mich? Was ist mit ihrem Popo los? Guck mal, dir Popo. Müssen alle noch leben. Hier so ist sie gespawnt. Hier so. Ey, Kupfermünze, bitte keine Gegenstände werfen, das verwirrt einen. Aber so wirft doch keinen Geist. Bin ich. Ich wollte doch nur zeigen, wo sie gespawnt ist. Oh, ich bin tot. Oder? Wo ist sie? Wo bist du? Oh nein. Danke. Ist kein Gespenst. Gesehen. Sonst wäre die schon durch meine Tür gegangen. Oh! Trag Buch ein. Wo ist das Tobia? Dystopia, wo bist du? Dystopia, ich höre dich, wo bist du? Du bist im Keller? Warte. Im Keller. Komm zu dir. Hallo. Hi. Endlich ist da jemand. Endlich wieder zu reden. Endlich bin ich nicht mehr alleine.
Ich habe halt schon aus Langeweile nur mit dem Feuerzeug gespielt. Ist sie dir bis in den Keller gefolgt? Nein, das ist auch nicht. Nein, ich war... ich war hier. Ja? So. Und sie hat mich dann aus... ich hatte gar nicht keinen Sound, also keinen Chase oder irgendwas. Und auf einmal... Dann mach ich Buch. Keine Ahnung. Dystopia ist weg. Mach Orbs. Dystopia disconnected immer. Dystopia, hattest du irgendwelche Gegenstände mit? Dann würde ich noch ein Foto versuchen. Damit die Versicherung zurückzahlt. Ich weiß nicht, ob das Profi oder fortgeschritten war. Ich glaube, fortgeschritten war das zwar, aber ich weiß nicht. Stopia ist einfach im Totenreich nochmal gestorben. Und Kupfermünze auch. Hattest du irgendwelche wertvollen Items mit? Wir haben auch schon fotografiert. Aber da steht nicht toter Körper. Jagt die? Also diese Woche. Jagst du gerade? Glaub nicht. Martina hat doch genug. Ich kann neue Sachen kaufen. Geh da nicht rein und fotografier dich, wenn du jetzt stirbst. Wollte nur sagen. Jetzt wollen sie es wissen. Geh da aber immer noch, es steht immer noch nicht toter Körper da. Jetzt ist das Buch voll. Das ist ein Versuch wert. Ich glaube, bei Profi gibt es nichts zurück, oder? Wen suchst du denn? Hier ist doch niemand. Jetzt wird zweimal geworfen. Voll. Ich weiß es nicht, was es war. Also.